An Gott kommt keiner vorbei, außer Stanley Buddha. Dieser Satz liegt jedem Schalker auf der Seele. Der FC Schalke 04 kommt nicht an Gott vorbei. Königsblaue Fans beten vor Spielen in Gottesdiensten zu dem berühmten Fußballgott, dem Rudi Assauer 2001 nach der verlorenen Meisterschaft abschwor. Königsblau und Kirche sind dennoch verbunden. Nicht nur der Bau der Kapelle in der Arena unterstützt die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Doch wie helfen sich Glaube, Gott und der Gelsenkirchener Fußball? Mit diesem Buch versucht der FC Schalke 04 in anderen Sphären zu spielen und der Sache nachzugehen. Wir als Christen wissen, wir haben eine Heimat. Wir als Christen wissen, wir können es nur in Gemeinschaft leben. Und wir wissen auch, wir sind gleich. Und im Sport ist es ganz genauso. Da hat eine gemeinsame Heimat. Die Fans wissen das. Wenn wir da zusammen sind, dann wissen wir, wo wir hingehören. Wir wissen aber auch, dafür brauchen wir Gemeinschaft, die uns echt zusammenschweißt. Und da sind wir, egal wer wir sonst sind, gleich. Fußball ist eine sehr emotional besetzte Angelegenheit. Ein Spiel, das viel damit zu tun hat, dass der Mensch über sich und seinen Alltag, den er zu bewältigen hat, hinauskommt. Und das sind religiöse Phänomene. Insofern liegt das gar nicht so weit auseinander. Das geht ja von der Sprache, deinem Fußballgott und den Kathedralen, als die Fußballstadien bezeichnet werden, über die liturgischen Gesänge, die es da gibt und über die Kleidung und über die Ikonen, die Helden sind. Also da gibt es viele Gemeinsamkeiten zwischen Fußball und dem Glauben.